Also ich hatte dann endgültig den Schlussstrich gezogen, habe alle meine Tiere verkauft. Die sollten dann zum Schlachten abgeholt werden. Klappe ging zu, der Transporter fuhr und 12 Tiere waren noch hier. Auf jeden Fall haben wir uns in den Arm genommen und haben dann diesen 12 Tieren, die da noch waren, versprochen, dass ihr auf diesem Hof so lange leben bleiben dürft, solange wir hier sind. Für mich ist Hofbudenland wie ein echtes Idyll. Hofbudenland heißt, dass es auch anders funktioniert. Ja, Hofbudenland repräsentiert für mich einfach Widerständigkeit. Ich war tagsüber im Krankenhaus, aber was ich privat und nachts gemacht habe, das durfte ja keiner wissen. Wir standen vor diesen Zwingern und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das war eigentlich für mich der Punkt, wo ich sagte, du musst jetzt was tun. Erstes Ziel ganz klar, so viele Tiere rausholen wie möglich. Also er hatte die Waffe so und zittert und ich dachte, der schießt gleich, der hat Angst vor dir. Warum hat denn der Angst vor dir? Der größte Irrtum ist, dass die Menschen denken, eine Kuh gibt automatisch Milch. Das ist eben das, was die Menschen gnadenlos ausnutzen. Sie lassen sich das relativ schnell gefallen. Geben so schnell auf. Wehren sich nicht. Also ich hatte das Gefühl, vor mir steht eine Kuh, die mit ihrem Leben schon längst abgeschlossen hatte. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht. Paul war schon auf dem Schlachthof. Er war 2 Monate alt, als er geschlachtet werden sollte. Ich versuchte das irgendwie, sie da rauszuholen, weil sie wäre so oder so gestorben. Uns hat eine Amtsveterinärin mal gesagt, ja, eigentlich haben sie ja recht, aber das ist in diesem System nicht vorgesehen, das, was sie machen.